Hallo Freunde, Anna Quanner hier. Ich bin am Wandern, ihr wisst, wegen meiner Wade und ja, gesundheitlich Kreislauf immer abends. Und jetzt bin ich hier, schaue mir die Umgebung an und sehe das Leben in der Natur. Ja Freunde, ich sehe das Leben in der Natur. Was will ich damit sagen? Im Frühling blüht das Leben auf, im Sommer ist es in voller Pracht genießbar und dann kommt der Sterbevorgang. Die Blätter fallen auf den Boden, es wird kalt und wenn man sich dann das Leben anguckt als Mensch, man blüht ab einem gewissen Alter auf und dann lassen wir die Blätter fallen. Und zum Tod hingegen wird's kalt. Und im neuen Jahr ist dann alles wieder von vorne, Leute. Also wer sagt denn nicht, dass es nach dem Tod einfach wieder in einer anderen Form weitergeht? Ich werde jetzt weiter in den Wald reinwandern und werde es dann später wieder mitnehmen. Ja, damit beginnt die Wanderseason. Also genießt dieses Video, Leute. Ich bin raus, bis später. So, Leute, wir sind jetzt im Wald. Chillig. Genießen die frische Luft. Leute, es ist die beste Luft, die man atmen kann, wenn man, glaube ich, im Wald ist. So, da ist alles drin. Kiefer, Fichten, Tannen, Bäume, das ist alles in einem Duft. Finde ich gut. Ja. Einfach nur geil hier zu laufen. Ja, was ich mir wünsche, Leute, ist ein neuer YouTube-Kanal, den ich jetzt dann demnächst aufmachen werde. Ein Gaming-Kanal, in dem nur Livestreams gemacht werden. Mein Hauptkanal bleibt als Mischmasch. Ich möchte damit erreichen, die aktiven Abonnenten, die aktiven Zuschauer, zu erreichen, die halt aktiv dabei sind. Zudem glaube ich, dass mein alter Account irgendwie, ich weiß nicht, Fehler hat, da immer Abonnenten gelöscht werden von YouTube. Das hatten wir schon, als ich die 500er Schwelle erreichen wollte, wurden auch immer Abonnenten gelöscht und ich kam nie auf die 500. Jetzt haben wir das mit den 1000 und es schwankt. Ja, Leute. So sieht's aus. Neuer Abonnentenkanal. Neue Videos. Und es wird auf jeden Fall wichtig. Ja, und heute gibt's halt mal einen Wandervlog. Jetzt stehen wir hier. Wir können uns auswählen, wohin wir wollen. Ja, da. Wir haben ganz viele Wege, in die wir gehen könnten. Ich entscheide mich mal bergauf. Ja, Leute, die Natur, schaut es euch an. Ja, ihr kennt es ja aus dem echten Leben. Das ist halt keine Gaming-Grafik, das ist die Real-Life-Grafik. Und ja, so sieht's aus, Leute. Was gibt's sonst noch zu sagen für Pläne für unseren Kanal? Vielleicht ein paar mehr Kochvideos. Reise wäre cool. Und
ja, viele andere Ideen. Ne? Ist anstrengend zu laufen, Leute, mit der Wade. Ja. Andere Pläne. Ich werde jetzt auf jeden Fall im Winter viel laufen. Daheim zu sitzen ist nicht so gut. Mir geht auch die Luft voll schnell aus. Ja, wir laufen einfach, wisst ihr. Ist doch egal, wo wir ankommen. Ich bin jetzt schon seit knapp 2 Stunden unterwegs. Aber meine Luft, die scheiß Wirbelsäule drückt mir die Luft ab, Leute. Okay, wir sind jetzt hier bei Vereinslokalen, Gärtnergesellschaft. Ganz viele Gärten, Leute. Boah. Bitte schön, Leute, hier. Gartenebene. Ja, dann laufen wir doch mal da rein, oder? Landen irgendwo in Mannheim, wenn wir noch in Mannheim sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Easy peasy. Ja, ist mal was anderes wieder. Immer nicht nur die Livestreams. Euch hat doch die Vlogs, die Live-Vlogs viel besser gefallen. Als nur das Leben hier vom PC. Gut, wenn es wieder was Schönes zu berichten gibt, Leute, dann bin ich wieder am Start. Ich laufe jetzt einfach mal immer weiter. Ich habe mir vorgenommen, heute wirklich 5 Stunden zu laufen. Wie gesagt, 2 Stunden bin ich unterwegs. Kein Wunder, dass mir irgendwann die Luft ausgeht. Vor allem der Rücken brennt. Aber Leute, ich muss laufen, ehrlich, ich muss. Sonst, ja. Und ich bin auch müde, richtig. So, wir sehen uns später wieder. Kleiner Eis raus! So Leute, jetzt mal ein ernstes Thema noch dabei. Auf unserer Wandertour. Schaut euch das hier an. Das sollte mal ein Skater-Park sein. Dann hier ein Bolzplatz mit Basketball und Fußball. Und das ernste Thema, Leute, ist, zu meiner Zeit, als ich ein Jugendlicher war, haben wir uns darum gestritten, wer spielen konnte. Weil viele spielen wollten damals. Das zeigt mir, unsere Generation verharrt zu Hause, bleibt in ihren Zimmern, spielt am PC, ist in der Online-Welt gefangen, werden immer fetter. Unsere Generation ist am Arsch. Ich habe zu jeder Zeit draußen gespielt. Basketball, vor allem im Winter, weil da war es schon weniger, es war leerer, aber trotzdem heiß umkämpft. Und ja, das Bild hier lässt mich die Zukunft erahnen, in der wir uns hinbewegen. Oh Mann. Aber ich sag mal, irgendwann wird auch diese Generation wieder verfallen. Denn irgendwann bricht ein System ein und wird resettet. Das mal dazu. Wir sehen uns später wieder. Tja, leere Bolzplätze. Das ist die Wahrheit, das ist die traurige Realität. Bis später. Freunde, wir sind jetzt angekommen in der realen Welt wieder. In, ja, ganz hinten in Eckerau. So, Freunde, ja. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch ein bisschen gefallen. Was soll ich sagen?
Ihr habt bestimmt gemerkt, ich bin in den letzten Zeiten im Stream etwas ruhiger. Ja, die Zeit läuft, ne? Wir werden älter. Und ja, Leute, YouTube muss vorwärts gehen. Und ja, ich hoffe, dass wir noch ein bisschen mehr erreichen und dass wir zusammenrücken näher, dass wir ein Spiel finden, dass wir zusammen gut rocken können. Ja. Heute Abend gibt's Community-Zocken. Wer Bock hat, kann mitspielen. H1C1. Ansonsten bin ich für heute raus. Und danke fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einen Daumen nach oben da und vielleicht ein Abo. Wäre super nett. Und wie gesagt, zu Weihnachten wünsche ich mir eine Kamera, damit ich nicht das Handy tragen muss. Ich bin raus, an der Corner. Und ja, wir sehen uns.